So, das Model 3 hat Pause. Ich bin angekommen bei Triumph Berlin Süd in Teltow bei Barus Bikebude und da steht sie schon, die Tiger 1200 Explorer, das Topmodell der Tiger-Reihe, 5 gibt es und ja, die schauen wir uns jetzt gemeinsam mal an. Die 132 ist die Zündfolge bei der Tiger 1200 und die hat Triumph geändert und dadurch ist das Bike unten herum wie ein Zweizylinder und oben heraus dennoch mit der Kraft eines Dreizylinders. Vorbild und Benchmark für die neue 12er Tiger ist, ja, und es hat Triumph auf der Vorstellung oder bei der Vorstellung selber gesagt, die BMW GS. Okay, die Nummer 1. Mit insgesamt 5 Modellen wollen die Briten Land gut machen, ja, und stellen das Reisemotorrad auf komplett neue Beine oder Räder. Das Ergebnis, eine Diät zum Beispiel mit dem Verlust von ganzen 25 Kilo. Doch, na klar, es gibt natürlich noch viel mehr. Und was das alles ist und wie sich die brandaktuelle Tiger fährt, seht ihr in meinem Fahrbericht. Übrigens, wenn ihr immer aktuell informiert werden wollt, drückt doch gerne den Abo-Knopf und ihr unterstützt damit auch meinen Kanal. Da würde ich mich freuen. So, jetzt geht's aber los. On your feet, this is a shakedown. Es ist ein komplett neu entwickeltes Motorrad. 25 Kilogramm haben die britischen Ingenieure abgespeckt und das stand auch im Fokus der Entwicklung, hier einfach ja ein bisschen mehr Leichtigkeit und Agilität in das Motorrad reinzubringen. Und 25 Kilo, das ist schon echt eine ganze Menge. Die gefällt mir auch in dieser Farbe wirklich super und ich bin ja, was die Haptik und Verarbeitung angeht, ein absoluter Triumph-Fan. Das ist alles hier, ja, toll gebürstetes Aluminium, der Motor, man hat wenig Kabel drin. Das sieht wirklich richtig, richtig gut und sehr hochwertig aus. Und hier vorne das Vorderrad. 21 Zoll schlauchlose Reifen und damit ist die Triumph Tiger 1200 in seltener Gesellschaft mit der KTM 1290 Super Duke R. Ansonsten kenne ich das 21 Zoll vorne noch nicht so richtig. Also die beiden sind, glaube ich, die einzigen. Und dann vorne die Front. Sieht sportlich, sieht ein bisschen aggressiv aus. Ja, erinnert ein wenig an eine andere Marke, aber haben sie richtig gut hinbekommen. Dann als BMW-Fan muss ich natürlich ganz klar sagen, was mir auch gefällt, ist das hier. Ein Kardanantrieb. Quizfrage. Hört ihr es? 132? Quatsch, kleiner Witz. 132 ist die Zündfolge bei der Tiger 1200 und die hat Triumph geändert und dadurch ist das Bike unten herum wie ein Zweizylinder und oben heraus dennoch mit der Kraft eines Dreizylinders. Sehr spitzer, kreischender Sound. Beim Motor gab es Anleihen von der Speech Triple RS und RR. Ansonsten auch ja, in vielen Bereichen eine Neuentwicklung. Die Sitzhöhe sagt mir mit 1,89 wunderbar zu. Die liegt bei 875 mm und ist einstellbar bis 895. Kniewinkel ist super. Hier vorne gibt es das einstellbare Windschild. Das ist nicht mehr elektrisch, hat man auch bei Triumph natürlich Gewicht gespart. Dann ganz normal Spiegel und hier oben das kleine, das ist der Bereich für den Totwinkelassistent. Auf der linken Seite habt ihr hier einmal die Griffheizung, dann ist hier die Einstellung fürs Menü, natürlich die Hupe, M für die Auswahl der einzelnen Fahrmodi, gehen wir gleich noch drauf ein. Das ist für den Autopiloten. Oben habt ihr die Sitzheizung. Genau, die Tiger 1200 hat nämlich für den Fahrer und für den Beifahrer eine Sitzheizung. Und das war's auch schon. Gehen wir mal in das Menü rein. 8 Fahrmodis gibt es, auch welche, die man sich individuell einstellen kann. Also mit der Radaufhängung beispielsweise. Die 1200er hat ja ein Showa-Fahrwerk, ein semi-aktives und das könnt ihr euch ganz genau einstellen. Und da habt ihr einmal die Einstellung für das Display,
die Helligkeit, das Thema Einheiten, natürlich die Schaltanzeige und ihr könnt einen Fahrernamen eingeben. Dann habt ihr hier wieder einen nach rechts, die Fahrhilfen, was es also alles gibt, ganz klar ABS, in dem Fall Kurven-ABS, das könnt ihr hier einstellen. Dann gibt es eine Traktionskontrolle, auch eine Kurventraktionskontrolle. Dann TPMS, Reifenkontrolldrucksystem, die Dämpfung, Kühlmittelwarnungen und so weiter und so fort. Dann gibt es hier für die Fahrt Tageskilometer, Zähler, Kraftstoffverbrauch. Und hier könnt ihr im Prinzip eure Navigation anschließen, Musik hören, mit dem Helm oder dem Telefon verbinden, eine GoPro anschließen und über die Triumph quasi steuern, das Ganze über Bluetooth. Ja, das war's. Das Menü und der Tacho, 7,7 Zoll, gefällt mir ausgesprochen gut. Ein Dreizylinder mit 1160 Kubikzentimeter Hubraum und einer Leistung von 150 PS, die übrigens so bei 9000 Umdrehungen anliegt. Das maximale Drehmoment liegt bei ordentlichen 130 Newtonmeter und die wiederum liegen bei 7000 Umdrehungen. Also ja, das Gewicht der Maschine 261 Kilogramm in der Ausführung, wie ich sie habe. Ja, und in den Tank passen gigantische 30 Liter, ja, da kommt man echt wirklich weit mit. Kommen wir mal zum Fahrwerk. Vorne arbeitet eine Showa 49 mm Upside-Down-Gabel mit semi-aktiver Dämpfung und 220 mm Federweg und ja, schon beachtlich. Und das zeigt dann auch den Weg, den Triumph hier gehen will. Also da kann man dann auch mal ein bisschen ins Gelände mitfahren. Hinten setzen die Briten auf ein Showa Zentralfederbein, auch mit semi-aktiver Dämpfung und automatisch elektronischer Vorspannungseinstellung. Schöne Sache. Kommen wir zur Bremse. Vorne hat sich Triumph für Brembo Stylema Monoblock Bremssättel entschieden. Also Stylema, so die höchste Kategorie bei Brembo, und zwei schwimmend gelagerte 320 mm Bremsscheiben entschieden. Hinten arbeitet ein Brembo Einzelkolbenbremssattel und eine 282 mm Bremsscheibe. Der Einstiegspreis liegt bei 22.450 Euro. Wie schon in der Sitzprobe merke ich auch jetzt, perfekte, du bist ja ein lustiger Freund, alter Schwede, ist gar nicht ausgewichen. So, wo war ich? Wie bei der Sitzprobe im Stehen merke ich schon jetzt, wie bequem das hier auf der 12er ist. Unglaublich bequem und man fühlt sich auch sofort heimisch. Und ich merke ganz deutlich im Vergleich zu den Vorgängern, diese 25 Kilogramm, die Briten eingespart haben, es ist einfach, ja, besser zu handeln. Jetzt ist das hier die Explorer, die schwerste Version mit mehr als 260 Kilo, aber dennoch. Klasse. Windschild ist schön einfach einzustellen in mehreren Rasterungen. Der Motor ist agil, unglaublich, 150 PS. Also das Gewicht merkt man der 1200er überhaupt nicht an, nicht mal im Ansatz. Ganz, ganz wendig. Und das ist, wie soll ich sagen, ja, natürlich dem niedrigen Schwerpunkt geschuldet, aber auch, dass die Ingenieure von Triumph die Zündfolge geändert haben und ihr im unteren Bereich, ja, Charakteristik eines Zweizylinders habt und im oberen Bereich die eines Dreizylinders. Und das sieht man auch ganz gut, wenn ich jetzt mal manuell in den vierten gehe, sogar in den fünften bei gerade mal 48 und ich gebe Vollgas. Die krächzt nicht, die ächzt nicht, das macht die wunderbar. Ein schöner Vorteil natürlich bei längeren Touren, ihr könnt sehr schaltfaul fahren. Und wenn wir beim Schalten sind, die Kupplung ist ordentlich, sehr präzise, aber ein Sahnestück ist der Quickshifter. Guck mal, das war gerade Schalten vom vierten in den dritten. Machen wir gleich nochmal. Also, 4, 3, ich merke. Gar nichts, gar nichts, gar nichts. Und ich kenne ja einige Quickshifter bei Reise-Enduros,
DGS beispielsweise, die Multistrada, die Super Duke. Bisher fand ich immer den Quickshifter der Multistrada besonders gut. Aber hier hat Triumph auch was ganz Tolles eingebaut. Perfekt. Jetzt noch mal ein bisschen mehr Tempo, sechster Gang. Ja, ich muss nicht in den fünften schalten. In der Kurve vielleicht. Da sind Radfahrer. Super, das macht mir so einen Spaß. Legt die toll in der Kurve. Sagenhaft. Schaut euch das an. Blauer Himmel. Und das ganze Feld herrlich gelb. So, hier ist jetzt so eine Strecke, wo es ein bisschen holpriger ist. Da will ich mal gucken, was das Showa da so macht. Erwartungsgemäß, das ist gar nichts. Da lacht es drüber. Das ist jetzt der Sportmodus. Und der geht natürlich ganz anders ab. Oh ja. Da knallen die 150 PS ordentlich rein. Und das hier bei den Straßen ist super. Das muss ich sagen, ich bin selten mit dem Motorrad so schnell auf Du und Du gewesen, wie mit der Taiga 1200. Die verschafft einem sofort ein Grundvertrauen und nicht nur wegen der ganzen vielen elektronischen Helferlein, sondern einfach auch, weil das Fahrwerk super ist, die Bremsen toll zupacken. Ja, da hat Triumph ja auch das Beste vom Besten verbaut, Brembo in der Klasse Stylema. Also zumindest schon mal Top-Bremsen. So, auf der Straße ist sie perfekt. Und auch hier auf unebenen Boden wunderbar. Dann schauen wir mal, wie das Ding bremst. Aus 100. Voll rein. Ja. Viel geregelt. Aber immer auch von der Spur her super treu geblieben, ein tolles Gefühl gegeben. So, dann guckt euch nochmal diese Elastizität an aus dem sechsten Gang. Super. Also das ist als Reise-Enduro eine richtig kleine Kurvenräuberin. So, und dann möchte ich nochmal mich recht herzlich bedanken bei Barus Bikebude Telto Triumph. Die sind neu in Telto bei Berlin. Ganz toller Laden geworden, super Team, kompetent, freundlich, hilfsbereit. Also wenn ihr mal eine Probefahrt machen wollt, Triumph Telto, meine Empfehlung. Lieben Dank, gesamtes Team Baro. So, jetzt möchte ich natürlich mal von der Ducati Multistrada, kenne ich's, hier den Totwinkelassistenten testen, wie der arbeitet. Okay, jetzt kommt ein Auto. Das seht ihr da im Rückspiegel. Jetzt gucken wir mal. Jetzt leuchtet es. Auto da. Leuchtet, geht aus. Das machen wir nochmal. Zu Demonstrationszwecken. Wir waren 50. Hinter uns ist ein absoluter Schleicher. Der fährt noch langsamer fast. Jetzt überholt er. Klasse. Ich bin überzeugt, wenn man sich da ein bisschen dran gewöhnt hat, ist das ein tolles Sicherheitsfeature, was man aber auf keinen Fall natürlich vergessen darf, ist der Rückblick. Also so ein Totwinkelassistent, weder im Auto und schon gar nicht hier auf dem Bike, ersetzt den Rückblick. Der Wind wird hier angenehm vom Windschild weggenommen, das ist jetzt in der höchsten Position. Wir fahren mal ein bisschen schneller. 120.
sehr angenehm. Also die Taiga ist für mich persönlich nun auf Augenhöhe mit GS, Super Adventure und Multistrada. Ein super agiler Motor, der wirklich richtig viel Spaß macht. Tolle Elastizität, ein hervorragender Quickshifter. Für mich persönlich, ja, ich würde fast sagen, der beste, den ich bisher gefahren bin. Dann der niedrige Schwerpunkt. Also all das hat bei mir für richtigen Fahrspaß gesorgt. Mit dem aktuellen Modell werden die Briten den Platzhirschen sicher einige Marktanteile abluchsen. Das war es für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche eine gute Zeit. Bis bald.